Faro per me è un posto speciale che spesso solo è visto da tutti e quindi è sotto l'attenzione un po' di tutti. Als Führungskraft möchte insofern vielleicht Leuchtturm sein im Sinne, die Leute können jederzeit zu mir kommen. Il faro, o comunque il comandante, pulisce assieme agli altri. Und auf der anderen Seite gibt man natürlich auch Sicherheit. Nicht? Also Sicherheit mit dem, dass er mich vielleicht warnt vor irgendeinem großen Felsen, was auf mich zukommen kann. Nicht? Also wenn ich mich als Kapitän sehe von einem Schiff, dann erwarte ich mir von dem oder von mir selber dann, dass ich die Leute auf dem Schiff gut begleite und mit Zuversicht in eine Richtung steuere, ohne Zickzackkurs ein Ziel entgegen. Ich muss Orientierung geben, das heißt, ich muss den Weg vorgeben, wo das Schiff hinsteuern soll. Das sehe ich vor allem als meine Aufgabe als Führungskraft, das heißt, die richtige Richtung anpeilen und die richtigen Rahmenbedingungen zu schaffen, das heißt, den Segel richtig setzen, je nachdem, welcher Wind weht, wie es so schön Zitat gibt. Es ist auch wichtig, auf mögliche Eisberge hinzuweisen. Ich steuere das Schiff, schaue, dass ich genug Proviant mitnehme, dass ich genügend Werkzeug mitnehme und dass ich mit meiner Mannschaft die sicheren Häfen ansteuern kann. Dass ich aber auch in diesen aufgewühlten Zeiten trotzdem neugierig bleibe für Neues, für Abenteuer auch. Also Steuermann und Anker zugleich. Also so sind die mir, auch bei den Mitarbeitern und so. Also man muss steuern, aber gleichzeitig auch der Anker für viele Mitarbeiter sein oder auch überhaupt sozusagen die Funktion. Die beiden Funktionen in einem haben, die passen einfach zusammen und kehren eigentlich auch zusammen. Es braucht jemand, der ein Kommando über hat. Das sollte aber nicht sein wie beim Militär, wo jemand alles bestimmt und die anderen ohne zu denken darauf reagieren, sondern ganz im Gegenteil, wir sollten alle gemeinsam. Es werden zwar Ziele vorgegeben und Richtlinien vorgegeben, die wir ja auch schon von höheren Ebenen erhalten. Auf meinem Schiff nehme ich die Aufgabe wahr, auf meine Crew zu schauen, ihnen Sicherheit zu geben, ihnen zu sagen, was sie für eine Rolle haben, was sie für eine Aufgabe haben und wo das Ufer oder der Hafen ist, wo wir hinkommen müssen. Però il comandante, secondo me, deve anche farsi consigliare e deve interpretare quello che accade attorno, capire quali sono le notizie che cercano di strumentalizzare l'informazione e capire quelle che sono le notizie negative, positive, reali. Il porto sicuro l'abbiamo lasciato, navighiamo in acque aperte, probabilmente ci sarà una terra da qualche parte che avvisteremo, ma il viaggio è lungo, molto lungo, quindi non torniamo indietro, ormai indietro non si può più, quindi andiamo solo avanti sperando come Colombo, io sono genovese, quindi Colombo è un mio concittadino, quindi l'approccio è quello, aspettiamo di vedere la terra in fondo al viaggio. Ein Schiff bauen, wir müssen jetzt überlegen. Also das Segel braucht es alle mal. Aber das stört jetzt nicht, das Schiff. Das ist so, das ist mein Schiff. Viviamo in acque agitate, fuori dall'azienda, ma soprattutto nell'azienda, quindi mare calmo non ci sarà mai, ma non ce lo aspettiamo neanche, quindi meglio che sia agitato perché dobbiamo saper fronteggiare le situazioni di emergenza. Se non ci fossero emergenze, credo che il nostro ruolo sarebbe un po' inutile, quindi mare agitato, ma il mare agitato deve essere anche uno stimolo per saper
affrontare le difficoltà e saperle superare insieme, ovviamente. Soprattutto al momento il mare è molto agitato, in particolare nel mio lavoro è importante guardare i giornali tutti i giorni perché ogni giorno ce n'è una e oggi è agitato, ma non sono una che si scoraggia, dovesse anche esserci un temporale, il giorno dopo si rischiara e possiamo aspettarci un arcobaleno. Und ich glaube, es eben das Boot, es ist immer ein Auf und ein Ab. Einmal eben, wo wir leichtere Gewässer haben, dort sollten wir es auch schaffen, Entwicklungen weiterzumachen. Es ist eben Jungbauarbeiten, die seit langem ausstehen, also wo wir planen seit 15 Jahren, aber noch kein Ergebnis haben, hoffe ich, dass es mit nächsten Jahr soweit ist. Wechselhaft. Ja, grundsätzlich sagen wir, haben Aprilwetter. Da wir was Neues machen, haben wir einige Leute, die dafür sind, einige, die dagegen sind, dann Leute mit gemischter Stimmung, der uns da entgegen will. Und somit ist es oft auch nicht immer leicht, aber wir bekommen auch sehr oft positive Rückmeldungen, weil wir Bereiche, die bisher nicht bearbeitet wurden, nun anfangen zu bearbeiten und auszufüllen. Das Wetter ist schön, das Meer ist ruhig, ich sehe aber am Horizont dunkle Gewitterwolken und weiß im Moment gar nicht, in welche Richtung sie ziehen werden, ob sie auf mein Schiff zuziehen oder ob sie an meinem Schiff vorbeiziehen werden. Le condizioni del tempo, se chiamiamole così, in Sabbe sono abbastanza variabili. Rispetto a quando sono arrivato nel 2019, diciamo che il tempo è un pochino migliorato, ma non splende ancora il sole, quindi il mare è piuttosto mosso. Siamo sempre chiamati, diciamo, a navigare con grande attenzione e cercando di dare il massimo dell'impegno e dello sforzo, ma come dire, siamo sempre costantemente impegnati, diciamo, a cercare di migliorarci e navigare al meglio, ecco. Il tempo in questo momento è turbolento perché siamo reduci, abbiamo appena cambiato la nave, cioè nel senso siamo partiti con questa nuova nave, non la conosciamo molto bene, ho visto l'equipaggio che manifesta un po' di emotività, dobbiamo sicuramente lavorare da questo punto di vista, un po' sul clima. Spontan würde ich sagen, ein Segelboot. Ein Segelboot, das dahin gleitet, recht strukturiert, recht organisiert, wo man sich aber doch von Windböen vielleicht nicht überraschen lassen muss, um nicht umzukippen. Also ich glaube, man muss immer alert sein und jeden Tag aufs Neue auch sich wieder erfinden und kreativ sein. Ich glaube, Kreativität ist sicher ein wichtiger Faktor in der Führung. Ich glaube, es gibt immer Kleinigkeiten, an denen wir schrauben müssen, wo wir ölen müssen, wo wir uns neu ausrichten müssen. Das ist in unserem Team so wie auch auf dem Schiff. Quello che non potrebbe funzionare è che forse magari c'è qualcuno che fa parte del team sulla nave che non è d'accordo sulle decisioni che prendiamo, no? Quindi in quel caso subentro io come leader della nave a trovare con questa persona degli accordi o far sì che anche questa persona segua il nostro obiettivo. Es ist immer wichtig zu verstehen, ob es im System nicht funktioniert oder am System. Also im System drinnen versteht man nicht genau, was jetzt jeder tun muss, um diese Schrauben wieder festzumachen. Oder wirklich sind die Schrauben jetzt definitiv kaputt, also müssen wir uns anders orientieren und vielleicht neue Schrauben kaufen oder diese Schrauben irgendwo anders vielleicht anmachen. Mein Schiff, da sehe ich oft ein bisschen alleine vor der See, muss man sagen, wir sind ein bisschen weg von den zentralen Organisationen und einfach ist jetzt nicht ein Nachteil, ist oft auch eine Herausforderung, aber auf der Schiene, weil man oft ein bisschen mehr Spielraum hat, einen eigenen Weg zu finden oder dahin zu gelangen, wo man hin möchte. Auf dem Schiff gibt es ständig Probleme, muss ich sagen. Also es ist immer was kaputt. Es ist ein Betrieb, der 24 Stunden, 7 Tage läuft und dann hat das eine Brett morsch, das andere Brett muss ausgetauscht werden, muss erneuert werden, es müssen neue Ideen rein. A livello di attrezzatura e di, no, c'è stato dato tutto il
possibile per poter far funzionare la cucina della nave. Abbiamo dai bicchieri di cristallo agli alimenti più pregiati, però è solo una questione di collaborazione del personale che lavora in cucina. Wie wahrscheinlich mehrere Schiffe im Sanitätsbetrieb ist es nicht mitunter ganz einfach, neue Matrosen zu finden, wenn bestehende Matrosen sich in die wohlverdiente Rente verabschieden oder andere Wege suchen. Die verschiedenen Fahrtenscheine und anderen Zettel, die auf einem Schiff zum Ausfüllen sind, die sind mitunter sehr, sehr überbordend und komplex und halten die Matrosen und auch mich mitunter von der Arbeit ab, die eigentlich unsere Aufgabe wäre, und nicht auch zuletzt die Funksprüche nach außen, das Morsen oder auch andere Funksprüche, die mitunter von der Privacy unterbunden werden oder unsere Funksprüche deutlich erschweren. Sulla nave devo essere ovunque, non posso solo essere in un posto, quindi mi sposterei e vedrei tutte le parti delle navi, andrei a vedere ogni singola persona che è con me sulla nave, per un attimo capire l'andamento. Assolutamente sì. No. Che è tutto. Sì, direi che è uno strumento che ci deve stare all'interno di una nave, un salvagente. Anche obbligatoriamente ci deve stare un salvagente. Aber ich denke mir, so brauche ich ihn nicht. Ich sehe da ganz positiv in die Zukunft und auch in die Vergangenheit. Ich denke mir, man sollte sich diesen Job auswählen, wenn man sich dafür auch genug sattelfest fühlt und wenn man auch ausreichend schwimmen kann und nicht als Nichtschwimmer in sich auf so große Meere begibt. Im Moment brauche ich ihn nicht, aber wenn ich weiß, dass ich einen habe, dann macht es alles ein bisschen leichter. Das gibt dann ein bisschen Sicherheit, und das macht einen zum Teil auch vielleicht etwas mutiger, weil ich weiß, wenn es jetzt mal was passieren sollte, habe ich einen Rettungsring und kann ihn verwenden. Also wenn ich jetzt an diese Metapher denke, dann fällt mir eine Muschel ein, zwar vielleicht ein anderes Bild, aber Muschel ist für mich das Arbeitsklima, das man auch als Führungskraft schaffen kann, damit in der Muschel eine Perle wachsen kann. Die Perle sind die Mitarbeiter, die Perle sind die Aufgaben, die die Mitarbeiter imstande sind durchzuführen. Sarei credo un delfino. Muss ich mir überlegen, welchen Fisch? Forelle. Ah, hi. Io ho Wahl. Pesce azzurro, una sardina, qualcosa del genere, perché viaggiano in gruppo. Ein Tintenfisch, würde ich sagen. Ma als Fisch in einem Schwarm, man darf die sogenannte Schwarmintelligenz nicht unterschätzen, die macht viel mit uns. Und wenn sich irgendeiner nur so als Goldfisch immer wieder heraushebt, der wird schnell gefressen, der hat keine Chance, der hat viel Widerstände in seiner Gruppe und der leuchtet auch für die anderen, für die Hechte und für die Haifische viel zu hell. Hai ist so mein schneller Bezeichnung, ohne jetzt drüber nachzudenken. Es gibt viele Gründe, warum jemand Leuchtturm sein kann. Erstens kann jemand Leuchtturm sein, weil er verlässlich ist, weil er eine Sicherheit bietet, weil er eine Vision bietet, wo man hingehen kann. Das sollte auch im Nebel sichtbar sein. Un faro è una meta alla quale un navigatore si dirige e anche un orientamento. Und der Leuchtturm ist auch wichtig, um Personal zu akquirieren. Weil genügend Personal ist wichtig, um
auch die Personalzufriedenheit zu garantieren. Wenn ich eine schlechte Besetzung in meiner Abteilung habe, dann kann ich meinen Mitarbeitern auch weniger Fortbildungen geben, weniger Weiterbildungen geben. Ich kann ihnen auch keine flexiblen Arbeitszeiten zugestehen, wenn man knappe Besetzungen hat. Und die Personalzufriedenheit und die Personalakquirierung ist fundamental. Also ja, Leuchtturm.